So, meine Lieben, ich heiße euch und wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal zu wieder etwas bisschen anderem. Ich probiere mich gerade ein bisschen aus. Nämlich sind ja, es ist jetzt November, 10. November heute, Relics ins Spiel gekommen. Ich komme dann am Ende noch darauf zu sprechen, wie es in-game ausschaut, weil es da ja ein bisschen, schauen wir noch. Aber ich dachte mir, weil sich viele halt gefragt haben, wie das ausschaut, was das ist, etc., weil es einfach etwas komplett Neues ist, dachte ich mir, wir gehen es hier einmal gemeinsam durch, wir sprechen es durch. Ja, und ich erkläre das einfach Schritt für Schritt, wie gesagt, übersetze, weil es leider nur auf Englisch gibt, weil wenn ich hier auf Deutsch umstellen würde, dann verschwindet der Relics-Tab, also dann kann man das nicht mal, weil sie es nicht übersetzt haben, auf Deutsch lesen. Aber ja, grundlegend mal, was sind Relics? Relics ist eben etwas, ein komplett neuer Gegenstand, würde ich sagen, im Spiel, die es wie Champions in den Raritäten, also den Seltenheiten von 3 bis 6 Sternen gibt hier, die man eben sammeln kann über Kristalle, die man mit Scherben sammeln und öffnen kann. Also es verhält sich sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar ident wie Champions. Was bringen diese Relics? Nun, sie wollen in Zukunft noch verschiedene Arten von Relics ins Spiel bringen. Die ersten jetzt sind erstmal sogenannte Striker, ich würde sagen zu Deutsch einfach Angreifer. Die bringen eben einerseits Attributsboosts und solche Sachen, aber eben so das visuelle, spielmerkliche, mechanische, was man merkt. Man kann sie während dem Kampf, wenn man eben sein Relic auf seinem Champion hat, kann man so einen Kraft, wie einen Kraftbalken füllen mit Angriffen und Superkräften und so weiter. Und wenn er voll ist, kann man jederzeit eben einen Angreifer, einen zweiten anderen Champion von diesem Relic in den Kampf rufen, der dann eine Combo macht und man kann dann direkt danach seine eigene Combo dranhängen oder eine Superkraft werfen. Also einfach so eine Combo-Verlängerung, eine Super-Combo, grob gesagt. Ja, es gibt die in verschiedenen Klassen, da kommen wir dann noch später drauf zu sprechen, aber wie gesagt, in verschiedenen Raritäten, Seltenheitsstufen von den Sternen her. Und Relics können dann auch starten auf Stufe 1, aber man kann sie dann hochstufen und noch andere Sachen verbessern. Zuerst noch gesagt, Relics sind Prestige, ganz wichtig für einige Leute. Relics werden jetzt schon, aber es gibt jetzt noch keine, werden ins Prestige eingezogen, nämlich so wie die Top 5 Champions auch die Top 5 Relics. Machen aber nur, unter Anführungszeichen, nur 10 bis 15% des gesamten Prestiges aus. Was ich sehr cool finde, weil wenn das mehr wäre, wäre es halt schon irgendwie, ja, müsste man halt mal schauen, wie sich das ausüben würde. Gut, dann hier auch noch wichtig anzumerken, die werden für jetzt nur bei angreifenden Champions zur Verfügung stehen. In Zukunft, wenn sie das besser, auch hier mit dem Balancing, wenn sie das alles hinkriegen und so weiter, wird das vielleicht auch mal für Verteidigung möglich sein. Da bin ich dann mal sehr gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Und gibt es auch nur, wenn es sie dann gibt, kann man sie nur nicht in allen Bereichen einsetzen, wie zum Beispiel in normalen Quests nicht. In der Kavalier-Event-Quests, Side-Quests, Battleground. Und ich bilde mir ein, auch Übergriffe, da bin ich mir jetzt nicht sicher, kann man sie einsetzen, aber in Arena nicht, in Allianz-Missionen, in Allianz-Kriegen nicht, weil das einfach noch zu unberechenbar wäre, speziell die Kriege. Und in Story-Quests, weil sie die scheinbar, ich sag mal, schwer halten wollen, nehme ich mal an. Also, wie gesagt, es gibt diese Striker, diese Angreifer, diese Champions und eben das, was ich dann sehr cool finde. Es gibt Slots, also diese Relics haben Fächer oder wie auch immer man das sagen soll, die man ausrüsten kann mit verschiedenen Runen und Ability Boosts. Ja? Heißt, Fähigkeiten können verstärkt werden und generell neue Fähigkeiten hinzugefügt werden. Diese Slots können dann generell, ist es so, dass eben höhere Sternenraritäten von diesen Relics mehr Slots haben und diese können auch höher gelevelt werden, weil man kann die eben ausrüsten mit Fähigkeiten oder Runen und kann dann nicht Fähigkeiten oder Runen, sondern eben diese Slots leveln, wodurch dann eben die Fähigkeiten verstärkt werden.
Hier mal ein Beispiel, wir gehen dann aber eh zu den anderen rüber. Ja, hier sieht es nochmal 3 bis 6 Sternen. Die niedrigen können zu höheren, höher von der Rarität höheren Champions ausgerüstet werden, aber nicht umgekehrt. Das heißt, 2 Sternen, 3 Sternen. Relic kann auf einen 6-Stern-Champion gesetzt werden, aber kein 6-Stern-Relic auf einen 2-Stern-Champion. Ja? Hier steht ihr nochmal als Example. Hier auch Awakening. Es ist wirklich wie bei Champions. Relics können auch doppelt gezogen werden und erweckt werden und das verstärkt dann nochmal extra Fähigkeiten und so weiter. Ranking hier kann man es mit den Rank-Materialien von Rang 1 auf Rang 10 ziehen. Wir sind dann increased. Genau, Gold wird auch verbraucht. Ganz wichtig, deshalb überwerfen sie uns in diesem Monat mit so viel Gold. Genau, also Fähigkeiten und Attributes, also Attribute können eben, je nachdem, desto höher die Rarität ist und desto höher das Level ist, einfach immer stärker werden. Ja, hier haben wir schon gesagt, die können eben ausgerüstet werden mit Runen oder Attributes, die man eben auswählen kann. Hier auch ganz nett, am Anfang, man kann dann diese Relics Champions zuweisen, kann sie dann auch gratis wieder von denen weggeben und auf andere zuweisen, aber nur die ersten 6 Mal. Danach fängt es dann an, Units zu kosten. Das heißt, man kann es ein paar Mal ausprobieren und wenn man dann einen Champion gefunden hat, auf den man es drauf lassen möchte, dann lasst man es da drauf. Ja, das war mal so grundlegend zu sagen über Relics. Und jetzt, eben um noch genauer zu werden, es gibt für jede Klasse 2 Relics, ja? Die man sammeln kann, die man ausrüsten kann, verbessern, was auch immer. Wir müssen jetzt nicht unbedingt alle durchgehen, das könnt ihr selbst machen, aber ich hätte mir gedacht, einfach hier Wolverine, glaube ich, ist relativ gut zu verstehen und relativ eindrücklich, dass ich mal gemeinsam von der Theorie her durchgehen. Hier seht ihr Prestige. Wie gesagt, Prestige eben wird sowohl jetzt von den Champions als auch euren Top 5 Relics genutzt und zusammengezählt, aber es ist nicht so gravierend und mich interessiert Prestige sowieso nicht. Okay, also hier Name schon Regeneration Wolverine Relic. Das allererste direkt mal einfach was von Grund auf ist, ihr bekommt einen Rejuvenate Buff, das ist ein Verjüngungsbuff, der Regenerationsraten um 6,9% für 7 Sekunden erhöht. Jedes Mal, wenn ihr eben diesen Striker einsetzt. Ja? Addiert sich eben gut mit Regenerations-Champions, logischerweise. Wie zum Beispiel Wolverine selbst. Innate, das ist eben die Signature Ability, wenn ihr eure Relic erweckt, wenn ihr es nochmal zieht. Wenn euer Champion für mindestens, also sobald er für 15 Sekunden in diesem Kampf einen Regenerationseffekt, kann auch passiv, das gefällt mir sehr gut, dass es kein Buff sein muss, sondern auch ein passiver Effekt, gehabt hat, bekommt er einen unendlichen Vicious Passive, also eine weitere Passive, die, wie sagen wir, Potency, die Stärke von schädlichen Debuffs um 10% erhöht. Und das kann bis zu 3 Mal gestackt werden. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr 15 Sekunden lang Regenerationseffekte in einem Kampf aktiv gehabt habt, kriegt ihr eine Passive, die den Schaden von schädlichen Debuffs um 10% erhöht. Das kann 3 Mal gestackt werden, also nach 45 Sekunden Regenerationseffekt hättet ihr 3 davon, das heißt eben der Schaden von schädlichen Debuffs auf dem Gegner würde um 30% erhöht werden. Ist jetzt nicht massiv viel, aber das ist auch nicht der Sinn dahinter. Es soll eben so einen kleinen Boost geben, um gewisse Champions, wie zum Beispiel Wolverine, stärker zu machen. So, dann gibt es hier 2 Fähigkeiten und 3 Attributes. Ich weiß jetzt noch nicht garantiert, das habe ich bis jetzt noch nirgends rauslesen können, wie viele man zuweisen kann, aber nachdem es 2 gibt, nehme ich an, dass man nur eine zuweisen kann. Und bei den Attributes, nachdem es 3 gibt, nehme ich an, dass man 2 davon eben zuweisen kann, die man sich aussuchen kann. Ignoriert bitte meinen Hund im Hintergrund. Hat Hunger.
So, erste Fähigkeit, Bleed Accuracy, Blutungsgenauigkeit. Hier steht, einfach nur, wenn eben euer Champion einen Regenerations-Wieder-Effekt hat, während dieser Effekt aktiv ist, erhöht ihr den Schaden, die Effektfähigkeit von Blut-Debuffs, die Genauigkeit um fast 20%. Das heißt, immer während ihr regeneriert, 20% mehr Schaden auf euren Blut-Debuffs. Das zweite, Heal Block Resist, also Resistenz gegen Heilblockade. Wenn ihr mit einer Heilblockade im betroffen seid, bekommt ihr 21,01% Chance, diese zu säubern und stattdessen eine Fury Passive, also einen Wutausbruch, einen passiven Wutausbruch zu bekommen, der euren Angriff um 14,4% für 15 Sekunden erhöht. Das kann aber nur einmal im Kampf getriggert werden, also ausgelöst werden. Das ist ganz wichtig. An sich, meiner Meinung nach, coole Fähigkeit, aber halt, es ist eine, also 1 zu 5 Chance, dass es ausgelöst wird und es sind 14,4% für 15 Sekunden und dann ist diese Fähigkeit weg. Währenddessen ihr hier 20% Schadenserhöhung habt, nur auf Blut-Debuffs, aber viele Mutanten nutzen ja Blut-Debuffs. Also ich glaube, da wird diese hier um einiges potenter sein. Aber wie gesagt, coole Varietät, finde ich, dass es hier so verschiedene Sachen gibt. Und hier dann noch ganz simpel gehalten, drei Attribute, die eben eure Attribut, also eure Eigenschaften erhöhen. Einerseits 7,2% Verlängerung von Regenerationsdauer, 7,2% Verstärkung von euren Blutungseffekten und 4, oder 4,8% Verstärkung der Potenz eurer Regeneration. Die beiden kombiniert, ich kann sie jetzt nicht im Kopf ausrechnen, wie viel, aber verstärken eure Regeneration dürft ihr nicht unterschätzen um einiges. Also wir sprechen hier von, es ist 5% verstärkt auf 7% erhöhte Dauer. Das heißt, wir sprechen hier vielleicht von 7, 8, 9, 10% mehr Regeneration, aber das ist ja nicht schlecht. Das ist wirklich was Nettes. Aber zum Beispiel, wenn ihr hier diese Blutpotenzstärke auswählt, plus 20%, plus 30%, das harmoniert gut miteinander. Also ja, so schaut's aus. Hier könnt ihr es sehen. Und eben zum Verständnis, es ist jetzt nicht da, um einen Champion zu einem Gott zu machen, aber auf jeden Fall, um Champions, die spielbar sind oder nicht spielbar sind, spielbar zu machen und welche, die schon spielbar sind, zu wirklich guten Champions zu machen. Ein anderes, was mir auch sehr gut gefällt, ist eh das Cosmic, das Venom, was wir als erstes vorgestellt haben. Hier ist es einfach Blut. Vulnerability, also Anfälligkeit, Debuff. Das erhöht ebenfalls quasi so den Blutschaden für kosmische Champions. Und dann noch für jeden einzelnen Buff hier erhöht man nochmal den Schaden von Bluteffekten um 8%. Das kann sechsmal gestackt werden. Das sind fast 50% Erhöhung der Potenz eurer Blut-Debuff. Und dann hier nochmal für jeden einzigartigen Buff. Erhält man extra Dauer für Blut-Debuffs und nochmal extra Genauigkeit, nochmals hoch 6 gesteckt. Also das hier für jeden einzigartigen Buff, wenn man 6 einzigartige hätte, erhält man fast 1,5 Sekunden extra Dauer auf Blut-Debuffs und nochmal 15% Ability Accuracy, also Fähigkeitsgenauigkeit. Und hier Critical Damage Rating und generell kritischer Schaden und hier eben dann nochmal Genauigkeit von den Buffs oder von den Debuffs. Also eben diese Relics sind dazu da, um eure Champions zu verstärken, dem Ganzen ein bisschen neuen Wind zu geben und eben eine neue Fähigkeit hinzuzufügen. Mit diesen Striker-Fähigkeiten, diesen Angreifer-Fähigkeiten, Combo-Veränderungen, was auch immer. Und einfach um eine neue Trophäe, Art oder Ressource ins Spiel zu bringen, die man jagen kann. Sie schauen auch meiner Meinung nach sehr cool aus, also ich finde die sehr gelungen.
Ja. Sonst, ich habe mir gedacht, wir springen noch kurz ins Spiel rüber und schauen es uns dort nochmal an. Dann verliere ich noch ein paar Worte. Und dann ist mir eh fertig. Ja, dann springen wir noch hier schnell ins Game, damit ich es euch auch visuell zeigen kann. Einerseits haben wir hier den Kalender, eben mit den hier für Vorbild jetzt 5 Sterne, Crystal Shards, 3 Sterne, 4 Sterne, mein Fehler, und hier die 3 Sterne. 6 Sterne habe ich momentan noch nicht gesehen. Genauso wie ihr auch schon ja aus diesen Quests. Hier zum Beispiel, wenn wir zurückschauen. Auch schon. Von den Wegen zumindest. Ich sehe es gerade nicht in den normalen Belohnungen, aber auf den Wegen in diesen Kisten waren schon auch solche Shards drinnen. Und das verhält sich genauso wie bei Kristallen. Das heißt, ich weiß die Menge noch nicht, ob ein 5-Stern-Kristall 10.000 Relic-Shards braucht oder mehr, weniger, keine Ahnung. Aber es ist eben vom Prinzip gleich Shards für Kristalle. Und da könnt ihr dann eben die rausbekommen. Kristalle und Shards und eben hier. Das hier sind diese Entwickler, die man eben auch braucht zum Leveln. Meines Verständnisses nach werden eben die Entwickler gebraucht für das Leveln der Relics selbst. Und eben dann so eine Art ISO für das Verbessern von den Ability-Slots und den Runen. Und hier dann eben Klassen. Das heißt, es werden basisch, wie bei, ganz normal wie bei Champions und Klassendings, verbraucht, benötigt, um eben die Relics selbst abzugraden. Problem daran, oder nicht Problem daran, sondern man sieht einfach momentan noch nirgends im Game irgendwelche Bereiche, wo man die einsetzen kann. Bei den Entwicklern sieht man die auch noch gar nicht. Das heißt, sie haben das einfach noch nicht visuell ins Spiel gebracht, aber man kann sie eben schon sammeln. Man sieht nirgends, wie viel man hat, außer eben, wenn man im Kalender hier drauf geht. So kann man natürlich nachschauen. Aber ja. Das heißt, im Game seht ihr es noch nicht, aber es wird eben nach und nach kommen. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Sammeln, viel Erfolg beim Ziehen und bin selbst sehr, sehr gespannt, wie das Ganze das Spiel beeinflusst. Aber mal schauen, vielleicht gibt es mir ein bisschen mehr Diversität, ein bisschen mehr Spielfreude. Ja, sind wir gespannt. Wie immer, danke fürs Zuhören, Zuschauen, schönen Abend noch.